Ja, hi unsere Freunde, willkommen mal wieder bei MyTweets in the Pod. Willkommen zum gefühlt tausendsten Umtopf-Video und willkommen zu meinem persönlichen Favoriten dieses Jahr von allen Umtopf-Aktionen. Ja, okay, Favoriten, zumindest von den Armen würde ich jetzt mal sagen, der Favorit. Willkommen im Video Katsura. Ja, letzte Woche habt ihr den Orwing Stuin gesehen. Auch ein Traum vom Baum, aber ich finde, der eigentliche Traum steht hier irgendwie, weil der wunderbar gewachsen ist, wunderbare Verjüngung bietet und auch nochmal ein sehr, sehr interessantes Laub hat. Jetzt gerade so im Sommer so ein dunkel-orange-rötliches Rot. Egal! Ich mache auf jeden Fall Videos vom Frühlingsaustrieb, das werde ich mal irgendwann dann so in ein paar Wochen nachreichen. Ein Wahnsinnsbaum. Ja, die Frage ist, warum Katsura? Wofür steht Katsura? Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Ich wollte euch erst ein Foto einblenden, aber dann verstoße ich nachher noch gegen Artikel 13. Und wenn ihr das Video seht, dann wird er wahrscheinlich im Europäischen Parlament durchgegangen sein. Und deshalb möchte ich jetzt nicht irgendwie das geistige Eigentum anderer Leute gefährden. Ja, Katsura steht für die Geisha-Perücke. Es gibt ja irgendwie im Japanischen in der Mythologie so kleine Tonfiguren. Oder diese Geishas, also Asiatinnen kleiden sich ja auch so wie diese Geishas. Keine Ahnung, die haben immer so eine schwarze Perücke. Und Katsura steht quasi für die schwarze Perücke der Geisha. Schwarz ist er nicht, ganz im Gegenteil. Er ist herrlich, er freut mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe und bringt eigentlich mehr Licht in mein Leben als schwarz. Aber irgendeiner wird sich was dabei gedacht haben, als er sich diesen Namen ausgedacht hat. Das ist mir aber jetzt auch egal. Jetzt geht es erstmal um den Baum. Ja, der hat ein wahnsinniges Wachstum. Ich habe den schon ein paar Mal aus dieser Schale rausgeholt. Also das Wurzelwerk ist irre. Die Wundnarbung hier quasi an den alten abgeschnittenen Ästen entwickelt sich auch prächtig. Also der hat eigentlich irgendwie nur Positives. Man muss erstmal dazu sagen, den habe ich auch Ende 2015 geholt, also sprich 2016. Habe den kurz in so eine Tonschale auch gesetzt und habe ihn danach hier jetzt 2 Jahre reingesetzt, damit er wachsen kann. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was daraus werden soll, weil hier war auch mein eigentlicher Plan, dass das mal so ein Doppelstamm werden soll. Ich denke oder hoffe, dass hier der Ansatz wesentlich tiefer am Nebari ist. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch sagen, hier machen wir, also bei dem anderen wollte ich in der Abmosen beim Orwing Stuin, wie im Video erwähnt. Und ich hoffe, dass hier der Nebari ein bisschen näher an der Verzweigung hier ist. Und dann werde ich es hier so versuchen, dass ich quasi von unten das Nebari immer weiter wegschneide, sodass sich oben immer noch mal ein bisschen mehr bildet, was das so ein bisschen überwuchert, um den da hinzukriegen. Aber letztendlich werden wir es erst sehen, wenn wir ihn jetzt gleich ausgegraben haben. Deshalb würde ich sagen, ich hole euch jetzt wieder ein bisschen näher ran. Werde auch hier wieder dramatisch abschneiden, also nicht traurig sein. Ich hoffe, oder der hat auch eine bessere Vitalität als der Orwing Stuin. Ich gehe sehr stark davon aus, dass er es schaffen wird. Ja, und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns gleich. Denn es heißt Katsura. Ja, so, erstmal wieder ins Bild mogeln. Ich würde erstmal sagen, nochmal willkommen für die, die sich das jetzt angucken wollen. Ja, ich werde jetzt erstmal dramatisch hier ein bisschen was davon abnehmen. Und dann werden wir mal sehen, wie wir den hier rauskriegen. Aber ich denke ganz einfach, weil der ist so schon relativ lose. Der sollte hier so rauspumpen. Ja, auch der ist wieder viel zu weit im Austrieb, also vielleicht stellt das Kämmerchen scharf, nee, macht's nicht. Und was ich sehe, der hat eine ganze Menge Blattläuse, also eigentlich gar nicht so schlimm, dass ich jetzt diesen Neuaustrieb hier abschneide. Wir werden natürlich danach auch einmal spritzen. Ja, und dann gucken wir uns das mal an so genau. Ja, also ich würde sagen, jetzt wieder erstmal ein bisschen Zeitraffer, wie ich ihn hier ein bisschen zurückschneide, wie ich ihn hier rausnehme. Und wenn ich dann das Wurzelwerk freigelegt habe, dann sage ich noch mal ein bisschen was dazu. Also sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß schon mal beim Schauen. Thank you.
So, und alle, die bis jetzt noch dran geblieben sind, erstmal danke nochmal wieder fürs Zuschauen. Die Stunde hat ja Katzora geschlagen und das ist jetzt das Ergebnis. Also er steht jetzt zum ersten Mal im Topf oder in der Schale. Ja, wie wir vielleicht auch im Video gesehen haben, ist hier der zweite Astansatz ziemlich nah am Wurzelansatz. Also wird das hoffentlich ein schöner Doppelstamm so von Natur aus, ohne dass ich ihn abmosen muss. Wir haben alle dieses prächtige Wurzelwachstum gesehen, quasi schon eine schöne Platte. Ich hoffe, das verholzt jetzt in den nächsten Jahren noch ein bisschen, zieht noch ein bisschen nach oben, aber dann ist der Ansatz hier vom zweiten Ast zum Nebari gesehen eigentlich eine super Position. Vielleicht bildet da oben noch so ein, zwei Feinwurzeln, die würde ich dann einfach dran lassen, dass die dann in die anderen Wurzeln verholzen, aber das werden wir alles sehen. Ich bin jetzt erstmal froh, dass da eine Schale steht. Wie ihr gesehen habt, ich habe mich jetzt nicht umgezogen extra für das Outtake. Wir haben schon den nächsten Tag, weil gestern wurde es ein bisschen spät und ein Uhr nachts noch Bonsais umtopfen. Ist halt so, wenn man viel arbeiten muss. Es tut mir leid, ist im Moment der Sache geschuldet, aber trotzdem versuche ich, das alles per Video festzuhalten. Deshalb hoffe ich auch, dass euch das gefällt und ihr einen gewissen Mehrwert auch daran habt. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie er sich entwickelt. Im Sommer gibt es natürlich ein Update, wie er im Laub steht. Ich werde im Frühling schon mal so, wenn er ausschlägt, so ein paar Videos machen und dann im Sommer, wenn er voll im Laub steht, und das werde ich dann alles zusammenfassen, das kriegt ihr dann irgendwie so im Spätsommer, sage ich jetzt mal, als Video präsentiert, wie er dann so aussieht. Ich denke, da werden wir alle Gefallen dran haben und ich hoffe auch, dass er durchkommt und sich gut entwickelt. Ja, also ich würde erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Einer meiner Lieblingssponsors, den habt ihr jetzt gesehen, also einer meiner Lieblingsnachwuchssponsors, und seid gespannt. Nächste Woche geht es natürlich wieder weiter. Material ist im Moment ohne Ende da, deshalb danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also, ciao. Thank you.
Mm-hmm.